Ja, hallo Leute, hier ist wieder Andy vom IKI-Blog. Wir machen wieder den Wochenrückblick. Ich habe wieder ein paar Themen mitgebracht, die wir uns anschauen wollen. Über was wollen wir reden? Wir werden über ARM reden, Windows auf ARM-Geräten. Da hat nämlich jemand das auf den neuen Mac-Geräten zum Laufen gebracht. Android-Apps sollen zukünftig auch unter Windows laufen. Dann wollen wir uns über die Wegwerfgesellschaft unterhalten und Nachhaltigkeit. Die Telekom wird WLAN to go, naja, nicht einstellen, aber zumindest wird es da nicht wirklich weitergehen. Dann werden wir über Selfies reden und über Glasfaserausbau bzw. den Nichtausbau in Deutschland. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Letzte Woche hatten wir das bereits diskutiert bzw. angesprochen, und zwar die große Frage auf den neuen Macs. Wird da Windows laufen mit den ARM-Prozessoren von Apple, dem M1-Prozessor? Und Apple sagt, ja, uns ist das völlig egal, wenn Microsoft das will. Wir stellen alles bereit dafür, dass ihr das machen könnt. Microsoft selber ist also am Zug, beziehungsweise müsste sich da eine angepasste Version erstellen. Sie haben ja selber schon ein ARM-Gerät im, ja, Verkauf sozusagen, das Surface Pro X, beziehungsweise gibt es auch von anderen Herstellern ARM-Geräte. Nur die Version von Windows, die gibt es halt nicht für den Endverbraucher. Das heißt, die kann ich nicht irgendwo kaufen. Und die große Frage ist, wird Microsoft das Ganze machen? Nun, hier hat ein Hobbyentwickler, hat Windows auf den Macs mit Apple Silicon, mit dem M1-Chip schon mal zum Laufen gebracht, gebastelt ein bisschen, aber immerhin muss man sagen, die sind ja jetzt erst vor kurzem erschienen, hat also nicht wirklich lang gedauert und da scheinen dann die Hürden gar nicht so groß zu sein. Wie hat er das gemacht? Nun, der hat die Open Source Virtualisierung QEMU verwendet und hat da die ARM-Version von Windows ausgeführt bzw. virtualisiert. Und wenn das Ganze, sage ich mal, funktioniert und vernünftig funktioniert, dann ist das, denke ich, schon wieder eine sehr, sehr interessante Sache, weil die ARM-Version von Windows, die kann zumindest x86-Anwendungen ausführen bzw. emulieren. Derzeit nur 32-Bit, aber Microsoft arbeitet ja schon an der 64-Bit-Unterstützung an der Emulation. Und wenn das kommen sollte und das Ganze dann auch noch auf den Mac kommen sollte, dann, ja, im Prinzip läuft dann die ganze Software von Microsoft bzw. aus der Windows-Welt wieder auf den Macs. Und das wäre, denke ich, schon eine ziemlich coole Sache. Microsoft arbeitet an Android-Unterstützung für Windows 10. Das heißt, in Zukunft soll es dann möglich sein, Android-Apps unter Windows 10 direkt ausführen zu können. Die wird es dann über den Microsoft Store geben. An einer entsprechenden Unterstützung arbeitet Microsoft. Interessanter Weg, wie ich finde. Aber geht es so ein bisschen in die Richtung, dass Microsoft in den letzten Jahren ja durchaus auch etwas offener geworden ist. Ja, wenn an uns an das Linux-Subsystem, was eingeführt worden ist, ich kann mir jetzt ja einfach ein Ubuntu oder ein anderes Linux unter Windows installieren und parallel nutzen. Ich selber nutze das ab und zu, finde ich sehr, sehr praktisch, dass ich da nicht irgendwie eine virtuelle Maschine mir einrichten muss oder dann entsprechend Linux neben meinem Windows quasi installieren muss. Ich denke aber, ja, die Masse, die wird das gar nicht so interessieren, beziehungsweise ist mir auch nicht so richtig eingefallen, was ich jetzt denn überhaupt für Apps auf Android habe auf meinem Smartphone, die ich jetzt unter Windows wirklich vermisse. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, vielleicht ein Spiel oder sowas, keine Ahnung. Also ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde das eine nette Idee, aber am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das wahrscheinlich nicht sinnvoll, weil die ganzen Apps sind natürlich auf Touch optimiert. Von der ganzen Bedienphilosophie sind die halt auf diese kleinen Bildschirme optimiert. Und klar kann ich das irgendwie unter Windows dann auch verwenden, beziehungsweise kann man das ja jetzt auch schon mit so Bildschirmspiegelungsgeschichten von Samsung und solche Sachen. Ist in Ausnahmefällen, denke ich, ganz nett, aber ich glaube, so richtig braucht man das im Prinzip nicht. Apple macht ja so einen ähnlichen Weg, dass man auf den neuen Macs auch, ja, im Prinzip iPhone und iPad-Apps ausführen kann, habe ich aber auch noch nicht davon gehört, dass das so eine riesen Erfolgsstory ist und das wirklich dann so intensiv genutzt wird, weil, wie gesagt, die Programme, die sehen ja komplett anders aus, sind auf Touch optimiert und meistens haben die auch einen ganz anderen Anwendungsfall, eben mobil unterwegs und sowas. Und aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet oder habt ihr Ideen für Apps, die ihr da wirklich vermissen würdet oder die ihr vermisst und wo ihr sagt, okay, das wäre jetzt ziemlich cool, wenn ich das direkt auch unter Windows ausführen könnte. Also schreibt mir das gerne in den Kommentaren, würde mich mal interessieren. Ja, hier ist mal ein interessanter Artikel, den könnt ihr euch doch mal durchlesen und da würde mich auch mal eure Meinung dazu interessieren. Grundsätzlich bin ich auch jemand, der
sehr auf Nachhaltigkeit setze. Ich versuche die Geräte, die ich habe, so lange wie möglich hier zu verwenden. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal, ich mache den Rechner, den ich jetzt hier mache, können wir uns hier mal anschauen. Das ist ein Core 2 Quad. Keine Ahnung, wie alt der Rechner ist, wird wahrscheinlich 12, 13 Jahre wird der Rechner alt sein. Er funktioniert weiterhin und ich mache hier weiterhin meine Videos drauf. Hier ist ein Artikel, der geht so ein bisschen gegen die Wegwerfgesellschaft. Das heißt, ja, dieses ganze, diese ganzen Sachen, die man immer so hört, ja, alle 2 Jahre neues Smartphone, Laptops etc., die Technik, die immer schneller veraltet, und der Artikel möchte da so ein bisschen dagegen ankämpfen, beziehungsweise einfach mal das Bewusstsein schaffen, dass wir da ein bisschen drüber nachdenken. Weil ich sehe es auch bei mir tatsächlich, dass durch das ganze Online-Shopping, man hat am Handy, man hat irgendeine Idee und man kann sich das ja jederzeit irgendwie kaufen heutzutage. Früher musste man irgendwie die Idee haben, dann sich das merken, bis man zum nächsten Mal irgendwie im Laden war und dann konnte man das kaufen, oder meistens gab es das Ganze ja nicht. Heutzutage haben wir natürlich alles irgendwie im Internet verfügbar und mit Amazon ein Klick und die Sache ist bestellt. Hier ist der Artikel, geht so ein bisschen darauf ein und hier hat er einen ganz tollen Vorschlag, einen Tag lang mal kein Geld ausgeben. Muss ich ganz ehrlich sagen, einen Tag lang kein Geld ausgeben, bei mir ist das wahrscheinlich überwiegend der Fall. Also wenn man jetzt mal von Lebensmitteln und solchen Kram absieht, aber ich gehe jetzt zum Beispiel nicht täglich daher und bestelle mir irgendwas im Internet oder shoppe mir irgendetwas. Aber vielleicht gibt es da andere Leute, die da wirklich jeden Tag irgendwie was bestellen, und da soll es so ein Buy Nothing Day dann am Ende geben. Ja, das ist die Lösung. Das Ganze ist natürlich, Dinge so lange zu nutzen und zu reparieren, wie es halt geht. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig heutzutage, weil die Geräte werden immer kleiner, immer kompakter, und wir sehen es ja im Prinzip an unseren Smartphones auch. Sowas wie ein Wechselakku gibt's eigentlich kaum noch. Das sind ganz, ganz wenige Geräte und das schränkt natürlich auch ein bisschen die Haltbarkeit dieser Geräte ein. Ich habe selber jetzt mal auf meinem Gerätezoo geschaut. Ich habe Microsoft Surface. Kann ich da den Akku wechseln? Kann ich nicht. Ich habe eine mobile Maus. Kann ich da den Akku wechseln, den integrierten? Nein, kann ich nicht. Und auch bei meinem Smartphone ist es da entsprechend schwierig. Das heißt, diese Geräte, die werden irgendwann, der Akku macht schlapp und dann kann ich die Dinger im Prinzip austauschen. Das ist eigentlich ein Stück weit sehr, sehr schade. Und da wären die Hersteller meines Erachtens auch so ein bisschen gefragt, dass man da das Ganze, ja, so ein bisschen reparaturfreundlicher gestaltet, dass man die Akkus irgendwie wechseln kann. Das wäre etwas, was ich mir jetzt persönlich wünschen würde. Ansonsten, Dinge lange nutzen, mache ich eh schon. Viele Dinge muss man auch sagen, man redet ja immer davon, dass die Dinge schnell kaputt gehen nach der Garantie. Muss ich ganz ehrlich sagen, das passiert mir eigentlich sehr, sehr selten. Ich habe einen Fernseher, der ist inzwischen 10 Jahre alt, funktioniert weiterhin. Die Xbox ist seit 5 Jahren im Einsatz. Ich habe hier diesen PC. Also oftmals ist es so, dass die Dinger schon sehr, sehr lange halten und eigentlich nur wir selber als Konsumenten irgendwie den Wunsch haben, da was Neues zu kaufen. Klar, da kommt ein neues Smartphone um die Ecke. Ich sag's auch gleich mal hier. Ich habe mir jetzt gestern ein neues Smartphone bestellt. Ich wechsle jetzt weg von meinem Gigaset. Also habe ich gestern kein Buy Nothing Day gemacht. Okay, und ich werde das, denke ich, auch vorstellen, dann das Smartphone hier in Kürze. Ich sag's noch nicht, was es geworden ist, aber ja. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Wie versucht ihr da nachhaltiger zu sein? Nutzt ihr Dinge lange? Wie lange nutzt ihr Handys? Wie lange nutzt ihr Computer? Das würde mich mal interessieren, gerne in den Kommentaren. Wer wie ich einen Vertrag bei der Telekom hat, der hat die Hotspot-Flatrate mit dabei. Und das sind nicht nur die Hotspots, die die Telekom irgendwo aufstellt, sondern eben auch WLAN to go. Das waren früher immer spezielle Geräte, Speedport-Geräte, die dann sozusagen, ja, ein Hotspot aufgemacht haben für alle Telekom-Kunden, die den dann nutzen konnten. Der geht dann natürlich von der eigenen Bandbreite in Anführungszeichen weg, allerdings nur, wenn das Ganze auch ungenutzt wird. Das heißt, es hat keinen Einfluss auf meinen WLAN. Das heißt, wenn ich was downloade, dann habe ich die volle Geschwindigkeit, gar kein Thema. Aber wenn ich das zum Beispiel jetzt nicht nutze, kann sich da jemand anders einbuchen. Im Gegenzug, wenn ich sowas anbiete, kann ich mich auch überall woanders in diese WLAN-Sachen einloggen und das Ganze dann eben auch unterwegs nutzen. Von diesen Dingern gibt es tatsächlich sehr, sehr viele. Also ich habe da mal hier im Ort mal geschaut, da gibt es sehr, sehr viele, wo das Handy einfach mal mir anzeigt, ja, hier wäre jetzt so ein Hotspot im Prinzip verfügbar. Wirklich vermarktet wird das Ganze nicht mehr von der Telekom, und auch jetzt im neuen Telekom Speedport, da wird die WLAN-to-go-Funktionalität ja im Prinzip gestrichen. Der Dienst wird nicht eingestellt, die Geräte, die es jetzt gibt, die da draußen jetzt unterwegs sind, die werden das weiterhin anbieten, aber Neukunden, die jetzt sich eben neuen Router holen, die haben diese Funktion dann nicht mehr mit dabei. Das heißt, am Ende, dann werden weniger von diesen Hotspots über die Zeit dann zur Verfügung stehen, weil ja die Geräte irgendwann auch mal ersetzt werden und dann fällt die Funktion im Prinzip weg. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, dass das wegfällt. Auf der anderen Seite,
ist halt die Frage, ob das Ganze noch so notwendig ist, weil letztendlich wir haben immer mehr Tarife mit echten Flatrates oder auch mehr Datenvolumen. Das heißt, das Ganze wird eh nicht mehr so die große Rolle spielen. Der große Nachteil von diesen WLAN-to-Gos ist ja auch, klar habe ich dann irgendwo einen Hotspot, aber meistens steht der Router ja irgendwo herum, wo, sag ich mal, der Empfang dann für die Leute draußen dann auch nicht so ideal ist. Das heißt, ich habe dann zwar irgendwie mal, ja, hab da zwar einen Hotspot, aber der Empfang reicht dann auch an der Stelle nicht aus, beziehungsweise habe ich dann nur für einen kurzen Moment irgendwie so einen Hotspot. Ja, einerseits schade, dass die Telekom das wegfallen lässt, auf der anderen Seite, ja, also ich muss auch sagen, ich kann das jetzt zwar nutzen, hab's aber noch nie so wirklich intensiv genutzt und ja, im Prinzip auch mit einer Flatrate, wie ich sie jetzt habe, brauche ich das im Prinzip ja auch nicht. 70% aller Handyfotos, die gemacht werden, sind Selfies. War ich selber ein bisschen überrascht davon, weil meine Nutzung ist da eine ziemlich andere. Also ein Selfie ist da eine große, große Ausnahme bei mir. Ich mache eher normale Bilder. Aber zeigt auch, dass ja die Frontkamera mittlerweile die wichtigste Kamera ist. Kann mich noch zurückerinnern an, am Anfang waren die ersten Handys, die sowas hatten, hatten halt irgendwie so eine kleine Kamera mit vorne drin, die halt sehr, sehr schlecht war und vielleicht so ein bisschen für so ein Videocall geeignet war, mehr aber auch nicht. Inzwischen, ja, 70% aller Handyfotos sind Selfies und das Interessante darin ist, die machen wohl oft auch unglücklich. Und Google möchte dagegen vorgehen, dass die nicht so schädlich sind. Ja, warum sind die überhaupt schädlich? Das Problem ist der Vergleich, die sozialen Medien. Wir sehen auf Instagram irgendwelche Selfies, wo 50 Filter drüber gelaufen sind, wo die Leute, wo ein bisschen in Photoshop nachgeholfen wird, dass die Leute da auch entsprechend gut aussehen. Da macht man selber ein Selfie und stellt dann fest, ja, so wirklich gut sieht das Ganze nicht aus und man sieht ja dann auch nicht, was der andere da, wie viele verschiedene, sage ich mal, Versuche der vielleicht für sein Selfie gemacht hat oder vielleicht hat er auch gar kein Selfie gemacht, sondern noch einen Fotografen oder sowas dabei gehabt. Man kennt das ja auch, wenn man ein Selfie macht, versucht man irgendwie die Hand so möglichst weit wegzuhalten, hat dann vielleicht eine blöde Perspektive und sieht dann irgendwie doof aus und das ärgert die Leute. Und Google möchte jetzt dagegen vorgehen, dass eben so mit verschiedenen Ansätzen, dass zum Beispiel dieser Beauty-Filter, dieser Verschönerungseffekt nicht so Verschönerungseffekt mehr heißt, weil das bedeutet ja dann am Ende, ich muss den aktivieren, damit ich schöner aussehe. Oder auch, dass jetzt in sozialen Medien Bilder gekennzeichnet werden, wo irgendwelche Filter drauf angewendet worden sind, dass man sieht, okay, das entspricht jetzt hier nicht der Realität. Muss ganz ehrlich sagen, verstehe gar nicht das große Problem. Ich meine, Leute machen Selfies, sind dann unglücklich. Ja, Leute, dann macht's halt weniger Selfies am Ende. Schlechte Nachrichten für den Glasfaserausbau in Deutschland. Vodafone zieht sich da so ein bisschen zurück und möchte da keinen separaten Glasfaserausbau mehr in Deutschland machen. Nur noch in Ausnahmefällen, beziehungsweise auch da, wo das bestehende Kabelnetz bereits liegt, da soll das Ganze dann auch verbessert werden. Warum ist nicht so ganz klar, aber vermutlich werden es einfach auch entsprechende Kosten sein, dass die Leute auch noch gar nicht so richtig bereit sind, für die schnellen Internetzugänge da zu bezahlen. Wir hatten ja vor einigen Ausgaben der News, hatten wir ja auch, dass irgendein Politiker mal gesagt hat, man soll sich diese Gigabit-Anschlüsse einfach mal aus Solidarität bestellen, damit die Anbieter da sozusagen auch Geld damit verdienen. Ist immer so ein bisschen das Problem, weil man stellt ja immer erst Jahre später fest, dass man hätte ausbauen müssen. Derzeit reicht ja eine 100 Mbit-Leitung locker aus. Wenn dann in ein paar Jahren das Streaming noch ein bisschen hochauflösender ist und ich einfach mehr Bandbreite brauche und dann erst anfange auszubauen, ist es immer ein bisschen zu spät. Aber für die Firmen ist das halt auch entsprechend schwierig und entsprechend teuer. Ja, also im Prinzip sehr, sehr schade. Letztendlich müsste man wirklich den Glasfaserausbau überall forcieren. Ansonsten werden wir in ein paar Jahren wieder dastehen und dann sagen, eieiei, hätten wir doch mal lieber ausgebaut, jetzt haben wir wieder eine Pandemie oder sowas, wollen Heimarbeit machen und wir haben gar nicht die entsprechenden Netze dafür. Ja, das waren die News diese Woche. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Freue mich wie immer auf Kommentare, eure Meinung. Seht ihr vielleicht auch ein paar Sachen anders als ich? Gerne unterhalb des Videos kommentieren. Ansonsten findet ihr da auch alle Links wie gehabt. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom MakeyWee-Blog.